Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot It's About Time hier bei der 11. Dimension 1954 hineingeschneit. Passend eigentlich zur Jahreszeit an dem Tag, wo ich das gerade aufnehme, am 27.01., also Januar 2023. Jetzt könnt ihr ausrechnen, wie lange es erst bis dieser Part denn wirklich gekommen ist. Und ich denke, es dauert sich ein paar Monate. Also einige Monate, gehe ich mal davon aus. Ist halt leider immer so, aber gut, was soll's. Crash Bandicoot, hat es mich zwar verwandt, aber in der Vergangenheit konnte ich deinen Untergang planen. Du findest mich auf dem Berg. Erfrier nicht unterwegs. Wow, eure Beziehung scheint stark belastet zu sein. Wie viele Male habt ihr diesen Clown schon besiegt? 3. Echt? Nur 3? Komisch, ich dachte mehr. Ja, ich dachte auch mehr. Habt ihr den Crash of Titans mitgezählt? Zeit verlangsamen. Okay. Interessant. Boah, das Eis ist sehr lustig. Als wird die Schlittschuh laufen. Ich kann aber auch nur eine begrenzte Zeit verlangsamen. Ja, eigentlich mit diesen Schwertfischen. Ups. Ich hätte das Gewicht verlagern müssen. Die sieht auch lustig aus hier. Diese Maske. Ah. Ja, toll. Da komme ich ja nie wieder hoch. Toll. Hallo, ich habe gedrückt. Hallo. Ja, am Anfang funktioniert das beim Spawnen nicht. Ja, schade. Manchmal im Sprung auch nicht. So, jetzt ging's wieder. Okay. Naja, einfach, dass ich hier einen Checkpoint habe. Aha.
Sterbe ich nicht direkt am Nitro? Ich will jetzt mal rausfinden hier. Ah. Ja, ich müsste da nach oben springen können. Ja, das wäre es halt. Okay, wir versuchen es mal. Komisch. Auf die eine Nitro-Kiste bin ich vorhin draufgesprungen und irgendwie ging es. Es ist gar nicht explodiert. Na egal. Okay. Ich bin zu doof dazu. Was eigentlich zum Geier ist das für ein Typ? Wie soll ich da hochkommen? Ich meine da hoch. Ich spawn hier, okay. Sehr lustig. Ach so. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ah, den Wasserfall. Ja, das mit dem Springen war schon immer super. Yay! Oh, da gäbe es was. Ich frage jetzt nur wie, aber gut. Diese Dinge haben mich noch nie so richtig interessiert. Da hinten gäbe es noch ein Versteck. Weiter? Wahrscheinlich nicht. Ja, man rutscht. Okay, die war eingefroren. Sehr schön. Ich rutsch da halt herum, wie die Sau, wenn ich auf das eine gegangen bin. Es ist halt, als wäre ich hier, ich weiß auch nicht wo. Das kannst du nicht schwimmen lernen. Ist das so schwer? Naja. Ich schwimme zwar auch nicht allzu gerne. Bei Eiswasser, okay. Kann man es vielleicht noch nachvollziehen. Schönes Boot, wo du da hast. Der gesehen, wer eingefroren ist? Da war ein Pinguin eingefroren.
Hä? Wieso sollte ich da überhaupt hoch wollen? Achso, okay. Perfekt. Oh mein Gott. Ich glaube, der hat Aggressionsbewältigungsprobleme. Nein, da kann ich nicht hoch. I'm the best. I'm failing. Ja gut, man muss ja auch die Situation analysieren und verstehen. Wie soll ich da eigentlich hochkommen? Ich habe das nicht verstanden. Naja, so schwer war es jetzt nicht, also wenn man da alles holen will, klar. Machen sie es von der Perspektive halt etwas anders? Okay. Dann kommt das andere Ding. Ich muss das viel höher erwischen. Okay. Nice. Rot sogar. Sind schon wieder Pinguine. Die erinnern mich einfach an, wie hieß nochmal der Film? Madagaskar. Die Pinguine aus Madagaskar. Die, so sehen die für mich aus. Vielleicht ist es auch eine Anspielung darauf. Einfach so ein kleines Easter Egg. Kann ich hinter den Wasserfall? Okay. Ich habe eben die Kisten da gesehen. Aha. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der Part geworden ist, meine lieben Leute. Ich denke nicht mal gerade allzu lange, aber
Dankeschön für Sancho und habt noch einen schönen Tag. Und wir machen hier mal kurz auf weiter. Jawohl, Daumen hoch, meine lieben Leute. Das hat doch Coco richtig gesagt. Mit dem Daumen hoch. Ja, wie es weitergeht, in cool bleiben. Na gut. Das sehen wir im nächsten Part. Also macht's gut. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir Crash spielen. Ja. Also Crash Bandicoot, it's about time. Also habt noch einen schönen Tag. Genießt das Wetter auch, wenn es mal regnet oder schneit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.